Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ihr habt es vermutlich schon an meiner meisterlich gesummten Melodie erkannt. Heute packe ich euch einen Karl-May-Film aus, der unter der Regie von Harald Reine entstanden ist, unter der Produktionsleitung von dem großartigen Horst Wendland. Und das war natürlich die großartige Titelmelodie von Martin Böttcher. Ja, und sehr viel schlimmer kann man die eigentlich gar nicht vortragen. Weil Leonine hat nämlich am 2. Dezember 2022, das ist ja letztes Jahr, haben die endlich den Schatz im Silbersee auf Blu-ray im Mediabook rausgebracht. Wobei, was heißt endlich? Auf Blu-ray gibt es den ja schon länger. Und jetzt wurde der allerdings wohl nochmal komplett remastert. Ich bin also gespannt, ob sich da wirklich was getan hat, weil. Ja, also da war auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf. War noch viel Luft nach oben, sagen wir es mal so. So, dieses Mediabook erschien anlässlich des 60. Jubiläums des Films und beinhaltet ein, wie wir hier schon sehen, 32-seitiges Booklet. Ja, aber das sind ja alles Fakten, da können wir uns ja gleich ansehen und dafür packen wir ihn jetzt mal aus. Ich kann es auch kaum erwarten. Der Schatz im Silbersee, ja, mit Pierre Brice. Und Lex Barker, also als Winnetou und Old Shatterhand, nicht zu verwechseln mit Ranger und Abahachi, das sind zwei andere. Ja, man mag von den Winnetou-Filmen halten, was man will. Man mag von der ganzen Debatte bezüglich der amerikanischen Ureinwohner ebenfalls halten, was man will. Im letzten Jahr hat gerade Winnetou ja hohe Wellen geschlagen. Was darf man sagen, was nicht? Es ist ein Abenteuerroman und das hier ist ein Abenteuerfilm. Das hier ist, das historische Korrektheit ist hier gar nichts. Im Prinzip ist das ein Märchen mit Cowboys und amerikanischen Ureinwohnern, in dem Fall einem Franzosen. Gedreht wird das Ganze in Jugoslawien. Also ich würde da jetzt nicht so sehr mit dem Zeigefinger drohen. So, der Film weicht auch massiv von der Romanvorlage von Karl May ab, aber er ist trotzdem absolut Kult und viele Leute werden sich freuen, ihn jetzt endlich in einer schönen Sonderedition im Regal stehen zu haben. Auch wenn die einzelnen Boxen oder auch die große Winnetou-Box, die es damals gab, wo alle Filme drin waren, oder Karl May, da waren ja auch die Cara Benemsi-Filme drin und die Mexiko-Filme. Warum man jetzt nur diesen einen, vielleicht kommen die anderen noch nach, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall schön, jetzt hier den ersten, den meiner Meinung nach auch einen der besten im Mediabook zu haben. So, und wenn dann noch was bearbeitet wurde, bild- und tontechnisch, umso besser. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wir haben hinten auf der L-Card, die hier drum ist, wie ein L geformt, deswegen heißt das so, haben wir zwei wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder, die fast so aussehen, als wollte man uns verkaufen, dass das doch eine Dokumentation ist. Dann haben wir hier das Bonusmaterial. Ich habe es jetzt nicht genau im Blick, aber ich meine, bei der Erstauflage wäre nicht so wahnsinnig viel Bonusmaterial dabei gewesen. Das heißt also, zumindest in dem Punkt haben wir hier schon mal eine Verbesserung. Dann haben wir hier die technischen Attribute draufstehen und die Credits. Dann, ja, hier halt, ja, die Altersfreigabe ab 6 Jahren. Ja, warum auch nicht, ne? Hier wird gemordet, hier wird skalpiert, vollkommen in Ordnung, ne? Das ist ja alles, ja, kindgerecht. So. So, dann haben wir auf der Rückseite, Leute, ganz im Ernst, das sieht aus, als wie aus einem Geschichtsbuch. Ja, das ist ein Foto wie aus einem Geschichtsbuch, es ist aus dem Film. Ja, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf dem Spine steht halt der Filmtitel drauf, Karl May, der Schatz im Silbersee, dann hier Leonine, Tobis und vorne, ja, dieses meiner Meinung nach sehr unspektakuläre Bild. Ich verstehe das auch nicht. Gerade im Ausland gibt es so schöne Artworks zu den Karl-May-Filmen und hier klatscht man irgendwelche lieblosen Fotos aus dem Film drauf. Mag ja sogar sein, dass das damals das Kinoaushangplakat war. Weiß ich nicht. Kann sein, aber
Leute, ganz im Ernst, wenn ihr doch schon so eine schöne Sonderedition macht, dann macht doch hier ein schönes Artwork drauf, vielleicht was Gezeichnetes. Wir haben in Deutschland hervorragende Zeichner, die hätten da bestimmt was für euch gezaubert. Aber klar, kostet Geld, ne? So, ja, das jetzt nur mal so am Rande. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. So, wir haben vorne halt die Blu-ray drin liegen, die da so ausschaut wie das kreative Frontcover. Und hinten drin haben wir die DVD liegen, die auch an Kreativität kaum zu überbieten das gleiche Bild zeigt und schwer rauszukriegen ist. Nein, es geht so, ja, das gleiche Bild von Old Shatterhand und Winnie Two. Ja, gut. Ich lasse das einfach mal so stehen. Dann haben wir noch einen schwarz-weiß Innendruck. Auch der schaut aus wie aus einem Geschichtsbuch. Ich meine, das hat ja sogar was. Wenn man hier so diese Bilder reinmacht und das schaut aus wie aus einem Geschichtsbuch, das finde ich ja noch irgendwo sogar ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, also, oh, ich sehe schon hier, am Ende kriegen wir hier doch noch, herrlich. Ich habe schon gesehen, das, was ich eben bemängelt habe, wird im Booklet schon so ein bisschen relativiert. Warum man es natürlich nicht vorne drauf, aber reden wir mal nicht weiter. So, dann haben wir hier, herrlich, oder? Wie kreativ ist das? Wir haben hinten diese beiden Bilder und die sind einmal die erste Seite des Booklets und die letzte Seite des Booklets. Also Leute, ja, also, ja, herrlich. Ja, das Bild kann man sich auch gerne in groß angucken. Im Booklet, dann könnte man das hier quasi wegwerfen. Könnte man, ja, aber macht man ja nicht. So, das Booklet, was stand hier? Es hat 32 Seiten. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich umfangreich. Ich sehe aber auch schon, so hundertprozentig verarbeitet ist es nicht. Nicht. Ja, hier auch ein bisschen Bewegung. Ja, okay, da gibt es schlimmere. Und es gibt auch bessere. Also das ist von der Verarbeitung her, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen, akzeptables Mediabook, aber auch hier Luft nach oben. Ich hoffe wirklich, dass man hier die Bild- und Tonqualität ein bisschen angepasst hat. Aber ich meine, ich hätte, naja, aber es sind halt Versprechen. Wir werden es ja sehen. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an. Auch hier, ja, ihr seht das, das ist nicht hundertprozentig verarbeitet. Hier lappt nämlich schon das Bild von, oh, und schaut mal hier, das geht schon, seht ihr das? Hier, das reißt schon aus. Das reißt schon aus hier. Ja, naja, okay. Ach, da fällt mir ein, hat man hier auch wieder, nein, oder? Ich sehe es gerade nicht. Nein. Ich habe ja in der letzten Zeit häufig Mediabooks gehabt. Da ist hier die Auflage auf einen Pappdeckel geklebt mit dem Bild und der wird dann in das Mediabook reingeklebt. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Es scheint hier direkt mit dem Mediabook verklebt zu sein. Wobei das jetzt ja nicht wirklich was über die Qualität aussagt. Aber es ist mir halt aufgefallen. So. Drehorte damals und heute, ja, das ist schon mal was, das ist etwas, das gucke ich mir gerne an, das schaut gut aus. Ja, und weiter, okay, ich meine, gut, ja, es ist, ja, so kriegt man natürlich ein Booklet auch voll, wenn man da einfach so eine Landkarte und jeweils zwei Fotos auf eine Seite, aber es ist zumindest, wie ich schon stand, ja, Drehorte damals und heute, es sind halt, ja, es sind auch Bilder aus dem Film, sicher, aber dann darunter, wie das heute aussieht. Ja, das ist schon nicht das Schlechteste, aber wie viele kommen denn da noch? Habt ihr hier ein Booklet nur mit Bildern? Neulich hatte bei Blu-ray Disc mal einer geschrieben, demnächst bringen die ein Booklet nur mit Filmbildern, um den Michi zu ärgern. Nein, das ärgert mich nicht. Ich denke immer nur, das ist, man hätte das auch sinnvoller füllen können. Zum Beispiel hier Auszüge aus dem Presseheft zum Kinostart im Dezember 62. Ja, das ist schön. Das finde ich gut. Und dann hier, da können man dann auch so ein paar Bilder reinpacken. Oder hier. Hinten waren, glaube ich, auch gar keine. Nee, dann doppeln sich wenigstens keine Bilder. Außer halt die ganz vorne und ganz hinten. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, dann haben wir hier ja, ich sehe es gerade nicht, aber das scheint doch ja von hinter den Kulissen ein Bild zu sein. Ja, und hier, wer war hier? Götz-George, ja, auch schon tot. Es ist so, ja, und Herbert Lohm ist ja noch dabei. Habe ich auch vergessen. Und natürlich Eddie Arendt, Karin Dohr, Ralf Wolter, auch letztes Jahr gestorben. Es ist,
Naja, gut. Das ist halt der Gang der Zeit. Und der Film ist jetzt ja, wie gesagt, auch 60 Jahre alt. Und die haben da ja auch in einem gewissen Alter schon mitgespielt. Naja, ne? Also trotzdem ein toller Film. So, und jetzt kommen wir hier zu Werbeanzeigen. Das sind Bilder, die ich geil finde. Sowas finde ich super. Solche Bilder möchte ich viel häufiger in Mediabooks sehen. Das ist für mich wirklich ein Mehrwert. Und schaut mal an hier, wie geil das gezeichnet ist. Hätte man das nicht auch irgendwie neu auflegen oder einfärben können und vorne draufgepackt, wäre das nicht viel geiler gewesen als ja, ich sag das nur so. Also ich bin der Meinung, man hätte durchaus hier sowas drauf machen können. Dann hätte das Ganze direkt viel besser ausgesehen. Aber das ist meine Meinung. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich meine, gut, man bleibt der Linie treu. Ja, die Erstauflagen hatten auch nur so ein Bild vorne drauf. Und ja, man will ja auch nicht aus der Reihe tanzen. Man will das ja alles einheitlich haben. Wobei, wenn man jetzt alle Filme im Mediabook rausbringt und dann jedes Mal vorne so ein schönes Kinoplakat draufpackt, das hätte natürlich auch was. Aber ach, wer weiß, was noch kommt. Ja, das wird bestimmt nicht die letzte Veröffentlichung sein. So, oder hier, geil, hier, das türkische Filmplakat. Schaut, das meinte ich. Die ausländischen Filmplakate zu diesem Film, die sahen so viel geiler aus als das, was wir haben. Hier, das ist mega. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wer das hier sein soll. Und ja gut, hier Lex Barker erkennt man. Und hier auch das Amerikanische. Ja, da steht Lex Barker natürlich ganz klar im Vordergrund. Und die Jungfer in Nöten. Karin Dohr. Ja, oder hier. Ja, hier. Das dänische Filmplakat. Schaut euch das an, wie geil das aussieht. So, da hätte man noch nicht mal was ändern müssen. Hätte man hier oben einfach nur den dänischen Filmtitel genommen und auf Deutsch übersetzt, das hätte doch viel, viel schöner ausgesehen. Und jetzt sagt nicht, ihr habt nicht die Rechte an dem Bild, weil hier ist es ja drin. Also erzählt mir jetzt nichts. Ja, nur so nebenbei erwähnt. So, hier die tschechischen Filmplakate, okay. Und hier die polnischen. Ja, das sieht schon etwas anders aus. Sehr surreal irgendwie. Und auch schön, aber ja, also das hier ist mein absoluter Favorit. Wenn ich mir das hier so angucke, ja, das schaut doch richtig, richtig toll aus. Ja, warum habt ihr nicht das vorne drauf gemacht? Ach ja, es war ja schon hinten. Nee. Ja, ich bin wieder am Motzen. Ich weiß, aber wenn, ich meine ganz im Ernst, Leute, wenn ihr das hier seht, ja, und ne? Hätte schöner sein können. Ich meine, gut, die Bilder sind ja drin. Wollen wir also nicht zu laut schimpfen. Ja, das war's auch schon. Das Unboxing zu Der Schatz im Silbersee in der 60. Jubiläumsedition. Nicht die 60. Die 60. Die Edition zum 60-jährigen Jubiläum. Es ist nicht schon 60 Mal aufgelegt worden, sondern, na, ihr wisst ja, was ich meine, oder? Da fällt mir fast die Kamera um. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid noch dran. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Seid schlau, schaut blau. Ob es hier ein Upgrade gibt, ob der technisch besser ist als die Erstauflage, könnt ihr auf Blu-ray-Disc nachlesen. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund, bleibt geil und hau. Euer Michael Speyer.